So vor, die erste, ich wollte jetzt gerade Sandsteinlegung, nee, oder Grundsteinlegung, nee, auch nicht. Die erste Glaslegung, das ist ja immer super. So, jetzt kann ich hier nämlich wieder auch wegbuddeln, dann mache ich da nämlich auch noch eine Glaswand raus. Und, ja. Muss ja alles so seine Richtigkeit haben. Ja, der liebe Jahadi reagiert nicht so wirklich, wie man es gerade sieht, aber es ist ja auch nicht schlimm. Also, ihr müsst mir nur mitteilen, wobei mir gerade auffällt, ich habe immer ziemliche Angst, das wegzubasteln. Hattet ihr schon mal die Probleme, dass, oder, ja, genau, das würde ich gerne wissen. Ist euch schon mal ein Zombie auf den Kopf gefallen oder irgendein Monster? Es würde mich jetzt mal wirklich interessieren, ob ihr das mal irgendwie so wirklich so gemacht habt und euch dann mal wirklich ein Dings runtergeflogen kam. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Achso, nee, aber eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ihr müsst mir mitteilen, ob ich wieder das so machen soll beim nächsten Mal und mit diesem Chat in Anführungsstrichen kommuniziere oder ob ich wieder warten soll, bis alle weg sind, sodass ich ganz alleine auf dem Server bin oder ob ich einfach die anderen mit drauf lassen bleiben soll und einfach ignorieren soll. So, hier kommt denn Holz hin oder auch nicht? Muss ich mir mal überlegen. Doch, hier kommt Holz hin. Hier mache ich so eine Holzplattform. Bevor ich das Glas setze. Ja. Muss ich mir auf jeden Fall gleich noch das Holz holen, falls ich keins dabei habe. Nee, ich habe es natürlich dabei. Und ja. So. Und die erste Glassetzung. Juhu! Ja. Also, wie ihr vielleicht seht, es sind wirklich alle sehr, sehr nett hier und, ja. Ist wirklich so. Also, es sind wirklich alle richtig nett hier. Ihr braucht keine Angst haben. Auf jeden Fall muss ich hier auch 5 machen, weil ansonsten sieht es nämlich nicht aus. Weil auf dem anderen Gang habe ich 5 und hier brauche ich auch 5. Und 5 und 5 passt ja. Und. Was Berti da schreibt, also von hier 5, hä? Nee, ich verstehe es nicht. Ist ja auch egal, vielleicht versteht ihr es, ich tue es auf jeden Fall nicht. Okay, was verstehe ich, was Berti sagt? Eigentlich gar nichts. Na, ist ja auch egal. Ja, nein, also weil ich auf dem anderen Gang 5 habe, muss ich hier auch 5 machen, weil ansonsten ist es ja unsymmetrisch und dann kann ich hier vielleicht noch eine kleine Terrasse machen, so wie ich es auf der anderen Seite auch noch geplant habe, also wie auf der, na, ihr wisst schon, gegenüber vom Haupteingang der Seite da, genau die da. Ja, also dass ich da quasi hier auch noch so eine schöne Terrasse dann mache, so quasi nach schön draußen gucken. Genau, es ist ja auch eine schöne Aussicht und wieso soll man sich diese Aussicht versperren? Ich weiß es nicht. So, jetzt hole ich mir aber wieder Glas, denn das wird langsam wieder dunkel. Und ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier die Dings, aber eigentlich können sie ja gar nicht spawnen, die Zombies. Aber egal, ich bin da ja so ein kleiner Schisser. Von daher ist das ja auch gar nicht schlimm. Aber ich muss es trotzdem nicht unbedingt haben, dass die Zombies und Spinnen und was auch immer hier reinkommen. Von daher bastel ich mir lieber jetzt schnell hier das zu, damit ich dann wirklich sicher bin. Vorerst zumindest. So, genau, hier mache ich jetzt so weiter und dann mache ich hier so weiter und hier und ja, habe ich jetzt kein Glas mehr. Das war ja klar, 2 Stück fehlen mir noch, dann werde ich mal wieder zurücklaufen und mir Glas holen. Ja. Ich bin am Überlegen, was habe ich dann vorhin, also als ich das aufgenommen habe, noch alles gequatscht. Das ist so ein bisschen. Ich brauche auf jeden Fall eine Tür, fällt mir gerade ein. Ich brauche eine Tür, eine Tür, eine Tür. Ich muss schnell eine Tür basteln. Nee, erste Tür, nicht hier. Erste Tür, erst. Genau. Tür. Genau da lang. Für eine Tür müssen wir zum Crafting Table gehen. So, dafür brauchen wir auf jeden Fall Holz. Und das packen wir da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Und raus kommt eine Tür. Und diese Tür setzen wir dann jetzt auch mal ein. Ja, tatsächlich, wir setzen eine Tür ein. Und rein damit. So, aber irgendwie ist das hier noch dunkel. Wieso setze ich denn da keine Fackel? Fackel setzen.
Warum auch immer ich da jetzt stehen bleibe, ich kann es mir selber gerade nicht erklären. Ich weiß das alles. Wieso bin ich denn da jetzt stehen geblieben? Was mache ich? Ach, nee! Stimmt! Ich habe da in dem Moment gerade getrunken und da war ich so genial und es hat natürlich in dem Moment keiner mitbekommen, dass ich überhaupt nicht trinken kann und genau das war das. Bertie hat nämlich tatsächlich was zu trinken geholt. Ja, so lieb war er denn doch. Also ihr müsst dazu wissen, Bertie sitzt hinter mir und hört das alles mit, was ich erzähle. Und deswegen, oder hat das mitgehört und hört es auch gerade noch immer mit. Und muss ich halt mein ganzes Gelaber die ganze Zeit anhören. Pech gehabt. Er hätte mich auch mal vorher darauf informieren können, dass ich zu leise, beziehungsweise die Musik zu laut ist. Also, ne? Ja, jetzt nehme ich das hier alles weg und damit ich denn da eine Glaswand setzen kann, genau. Und das muss noch weg. Klar, mit der Axt. Ich kloppe Stein mit der Axt. Das ist ja auch so genial. Nein, eher mit der Steinspitzhacke. Und ja. So. Jetzt muss ich das da noch wegnehmen und das da noch wegnehmen und das da und das auch noch. Genau, jetzt setze ich da wieder Holz hin und setze dann da auch wieder Glas rein. Glas rein, haha. Wie schlau von mir. Ja, ich versuche witzig zu sein und wie ihr merkt, es gelingt mir, glaube ich, nicht wirklich. Aber ist ja egal. Das sind ja noch meine ersten Versuche. Nee, also wenn ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde, dann würde man das ja hören. Und nee, das geht ja überhaupt nicht. Deswegen kommentiere ich das lieber nur, weil das hört man ja so überhaupt nicht. Was für eine bestechende Logik von mir. Und jetzt bin ich so doof und setze trotzdem Glas, obwohl ich darunter Stein habe. Und es ist mir gerade aufgefallen. Und ja, dann werde ich das hier mal rausklopfen, damit ich dann letztendlich da wieder Dings reinpacken kann. Ja. So, dann klopfe ich das hier nochmal alles weg und dann, dass ich dann da wieder Holz hinsetze, damit ich das nicht nochmal alles machen muss. Und so langsam habe ich keinen Atem mehr. Ja. Genau, jetzt nehme ich dies erstmal noch weg und dies erstmal noch weg. Und ich glaube, dann setze ich Holz und auch die Glasfenster. Ich glaube es zumindest. Ist wie gesagt schon so ein paar Stündchen her, also von daher, ich kann ja auch nicht alles wissen. Das darf man ja auch von mir nicht verlangen. Das ist ja unmöglich, wenn man das von mir verlangen würde. Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Jetzt nehme ich das noch weg. Und das nehme ich auch noch weg. So, dann muss ich gleich die Tür abreißen, damit ich dann da auch noch das alles wieder richtig machen kann, beziehungsweise dass ich da unter dann auch noch Holz hinpacken kann. Sicher ist sicher. Muss ja alles schön sein. Alles super schön. So, jetzt da ist jetzt die Tür weg und dann muss ich jetzt weiter buddeln. Oder graben, besser gesagt, weil es ja jetzt alles Erde ist. Oder auch nicht. Ja, da habe ich gerade mal eben wieder die Fackel weggemacht. War ja mal wieder super schlau von mir. Können ja auch sofort Monster spawnen. Naja, ich werde ja sehen, was daraus wird, beziehungsweise was mich dann ereilt. Da muss ich dann erstmal abwarten. So. Jetzt buddel ich da noch so ein wenig. Und jetzt muss ich das. Genau, das nehme ich dann auch noch weg. Das auch. Und komme ich da ran? Ich weiß, nee, da komme ich anscheinend nicht ran. Das ist ja doof. Na egal. Ich muss ja auch nicht überall rankommen. Das ist ja nicht unbedingt immer Pflicht. So, jetzt kann ich das da wegnehmen und das da und das da und das da. Und kann das wieder alles reinbasteln.
Ach so, da habe ich gerade mit der Musik schön entspannt und Berti meinte, ich solle ein Let's Port machen. Nein, ich mache immer noch ein Let's Play und dabei bleibt es auch. Also wie gesagt, leider lasse ich das jetzt mit der Musik in diesen Folgen ganz sein, da ich nicht nochmal das alles zum x-ten Mal nachvertonen möchte. Von daher mache ich eingehende Prüfungen und beim nächsten Mal, beziehungsweise bei den nächsten Folgen oder besser gesagt bei der nächsten Aufnahme, werde ich, denke ich mal, dann das mit Musik versuchen. Sicher ist sicher. Und natürlich auch erst nach gründlichen vorherigen Tests, damit ich nicht wieder das Problem habe und alles nachvertonen muss. Weil nachvertonen und so, ne? Das ist ja nicht so schön. Ach stimmt. Da habe ich gerade gesagt, dass ich wahrscheinlich erst zu den nächsten Aufnahmen kommen werde, so wie ihr das wahrscheinlich auch jetzt gerade mitbekommen habt, wenn Wochenende ist, da ich ja hauptberuflich arbeite. Und das fand Berti so witzig, dass er das gleich mal wieder kommentieren musste. Hauptberuflich arbeiten. Ja, also ich arbeite tatsächlich und bin da auch ziemlich mit eingespannt in der Woche. Bin also quasi erst spät abends zu Hause. Naja, spät abends, das ist so um 6, 7, das ist für mich schon spät. Und habe dann meistens nicht die Lust und auch nicht die Zeit dazu, das Let's Play weiterzumachen. Von daher wird es immer auf die Wochenenden rauslaufen. Und dann muss ich einfach gucken, dass ich genug aufnehme, damit ich euch erstmal so ein bisschen versorge damit. Ich meine, ich muss dazu auch sagen, ich habe mir jetzt extra sogar ein paar Materialien gekauft, womit ich dann natürlich sogar länger aufnehmen kann. Und nicht nur diese läppischen 45 Minuten vom letzten Mal. Also es war ja wirklich wo so, wo man sagen kann, das ist ja schlimm. Das geht ja mal so überhaupt nicht. Also ja, dieses Mal werden es mehr Folgen und da wird es wieder hell. Wie man da vielleicht schon am Horizont gesehen hat. Und ja, jetzt muss ich hier nur aufpassen, dass ich das jetzt hier nicht wieder unsymmetrisch mache. Ich glaube, wo muss ich die Tür hin? Da, genau, da muss ich die Tür hin machen. Müsste sogar passen. Ich guck mal nach. Jetzt ruckelt das wieder so ein wenig. Genau. So, jetzt setze ich das Glas wieder und da fehlt mir wieder Glas. Das war ja immer wieder typisch. Und jetzt laufe ich zum Ofen wieder zurück und hole mir Glas. Und da ist sogar noch Glas und dann renne ich wieder zurück und setze dann das Glas. Und ja. Zack und zack und zack und zack und zack. Und da war es wieder. Und ich habe immer, ich brauche immer noch zwei Glasblöcke. Ja. Und es passt sogar. Wir haben noch so ein bisschen Glas. Und dann kann ich das gleich zumachen. Das heißt, da kann dann auch nichts mehr reinkommen. Ja, Subi. Und da es gerade Tag wird, das ist ja perfekt. Da kann ich da pünktlich sogar eventuell in eine Höhle reingehen. Huch. Genau, dafür bastel ich mir erstmal noch ein Schwert. Sicher ist sicher. Oder auch zwei Schwerter. Sicher ist sicher. Und da baue ich mir auch gerade noch ein paar Spitzhacken, denn man weiß.